Wenn Sie sich heute den Orgelprospekt, also die Schauseite der Orgel, ansehen, werden Sie bei genauerem Hinsehen entdecken, dass es zwei unterschiedliche Baustile an der Orgel gibt. Wenn Sie sich zum Beispiel die äußere Verzierung, die Ohren rechts und links an den großen Pfeifentürmen anschauen, werden Sie feststellen, dass deren Relief sehr viel tiefer, sehr viel mächtiger ist als das sehr flache Relief der Verzierungen im mittleren Teil der Orgel. Und der kunsthistorisch Kundige wird sehr schnell bemerken, dass der mittlere Teil der Orgel offensichtlich älter ist, nämlich aus der Renaissance, als diese äußeren Pfeifentürme und ihre Verzierung. In der Tat war es so, dass Niehoff zunächst nur den Mittelteil der Orgel baute, also alles außer den halbrunden Pfeifentürmen rechts und links, und das sogenannte Rückpositiv, also die kleine Orgel in der Brüstung. Sowohl das Hauptgehäuse als auch das Rückpositiv besaßen an der Seite rechts und links große Türen, mit denen die Orgel zu verschließen war. Und wir wissen aus dem ältesten deutschen Orgelbaubuch, dem Spiegel der Orgelmacher und Organisten von Arnold Schlick von 1511, dass diese Türen durchaus nicht nur Schmuck der Orgel waren, sondern einen ganz praktischen Hintergrund hatten. Die Küster hatten die Anweisung, diese Türen geschlossen zu halten, solange die Orgel nicht gespielt wurde, damit sich Vögel und Fledermäuse nicht in die Orgel verirrten und dort Hinterlassenschaften ließen, die die Pfeifen beschädigten, damit Ratten und Mäuse am Leder, vor allen Dingen der Blasebälge, keinen Schaden anrichten konnten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, Sie kommen als Gast in die Kirche, die großen Türen tun sich auf, dahinter werden glänzende und mit Gold geschmückte Pfeifen sichtbar und dann erklingt prächtige Orgelmusik in einer Zeit, in der Musik nicht so allgegenwärtig war wie heute, dann kann man sich schon vorstellen, wieso der mittelalterliche Mensch die Musik mit einer der vornehmsten Schöpfungen Gottes gleichsetzte. Dieser Prospekt ist aber nicht nur durch seine Größe und seinen Schmuck beeindruckend, sondern er muss auch eine theologische Bedeutung gehabt haben, denn es wäre ganz unmöglich, gar verboten gewesen, in einer Renaissancekirche ein so großes Bauwerk unterzubringen, das nicht auch eine theologische, religiöse Aussage hat. Dem möchte ich Sie ein bisschen näher bringen. Als erstes fällt sicherlich auf, dass das Rückpositiv mit drei großen musizierenden Engeln besetzt ist. Diese Engel spielen an auf eine Vision des Jesaja, die Engel, die um Gottes Thron schweben und dort Musik machen zur Ehre Gottes. Wenn Sie jetzt ganz nach oben auf die Orgel schauen, oberhalb der Pfeifen, sehen Sie eine große Bekrönung. Der mittlere Engel in dieser Bekrönung stammt aus der Barockzeit. Den müssen wir uns für den Moment wegdenken. Dann sehen Sie drei große Türme auf der Orgel, sogenannte Tabernakelaufsätze, die ihrerseits bekrönt sind in der Mitte von dem strahlenumkränzten Dreieck, dem Gottessymbol mit dem eingeschriebenen hebräischen Gottesnamen Yahweh, rechts und links davon Mond und Sonne. Dass die Engel jetzt aber nicht bei Gottes Thron ganz oben im Gewölbe Musik machen, könnte eine Anspielung darauf sein, dass sie eine Verbindung herstellen zwischen dem Gemeindegesang, der Musik, die in der Kirche erklingt, und dem Thron Gottes, nämlich die Musik der Gemeinde auch als Verehrung des, eine Verehrung Gottes. Die Tabernakelaufsätze verbergen auch noch eine weitere Bedeutung. Sie sehen ganz oben drauf das eben schon genannte Gottessymbol, das Dreieck. Die Tabernakelaufsätze haben jeweils drei Etagen und dreieckige Giebel. Sie merken, die Zahl 3 spielt hier eine Rolle. Die 3 für die Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wenn man dann noch sieht, dass die Tabernakelaufsätze einen sechseckigen Grundriss haben, ist die Frage erlaubt, ob die 6 nicht auch eine ähnliche Bedeutung hat. Und wir kommen wieder zu Jesaja.
der berichtet, dass die Engel, die um Gottes Thron fliegen, 6 Flügel haben. Das ist etwas, was sicherlich eine Bedeutung hat. Und wenn wir sehen, dass Johann Sebastian Bach, der Komponist, bei dem Zahlensymbolik eine ganz große Rolle spielt, ebenfalls die 6 benutzt bei dem Sanctus aus seiner H-Moll-Messe, seinem Opus Maximum. Sanctus, das die Musik symbolisiert, das dreimal heilig, was die Engel um Gottes Thron singen. Dieses Stück des Sanctus beruht in seiner gesamten Konstruktion auf der Zahl 6. Also sicher kein Zufall, dass auch hier diese Tabernakelaufsätze Gottes Thron auf einem sechseckigen Grundriss stehen. Also noch einmal, Gottes Macht ganz oben, so wie heute die Chefetagen in Industriegebäuden sicherlich nicht in Souterrain sind, sondern ganz oben, Thomas Mann nennt das der Herr des Überblicks in seinem Roman Josef und seine Brüder. Gott ganz oben selbst noch über Sonne und Mond, also der Herrscher nicht nur der Welt, sondern auch der Gestirne. Die Engel, die Musik machen und eine Verbindung herstellen zwischen der Musik der Gemeinde und der Musik der Engel vor Gottes Thron. Dazwischen die Orgel, die ihrerseits diese Musik symbolisiert. Eine weitere Rolle in der theologischen Deutung spielen sicherlich auch die Maßverhältnisse im Prospekt. Da fällt auf, dass das Hauptgehäuse, ich erinnere daran, ohne die Pedalpfeifentürme rechts und links, einen quadratischen Umfang hat, also Maßverhältnis 1:1, was gleichgesetzt wurde als Metapher für Gott Vater. Das gleiche Maßverhältnis besaß damals auch das Rückpositiv. Das ist heute nicht mehr ganz so, weil in der Barockzeit diese Maßverhältnisse etwas geändert wurden. Und zwischen dem Hauptgehäuse und dem Rückpositivsgehäuse gibt es ein Maßverhältnis von 3:1. Nimmt man jetzt die Bekrönung sowohl beim Rückpositiv als auch beim Hauptgehäuse dazu, ergibt sich bei diesen Gehäusen jeweils ein Maßverhältnis von 2:1, also doppelt so hoch wie breit. Und damit haben wir als vorherrschende Maßverhältnisse 1:1, 1:2, 1:3. In der Musik ist das Äquivalent 1:1, das Intervall des Gleichklangs, des Einklangs, 1:2, das Intervall der Oktave, 1:3, das Maßverhältnis vom dritten zum ersten Teilton, also der Quinte. Und damit haben wir die Basis unseres Tonsystems beschrieben. Auch ein Beispiel dafür, warum das Mittelalter Musik als eine der vornehmsten Schöpfungen Gottes betrachtete, weil sie am perfektesten auf Maß und Zahl beruht.